So, da bin ich auch schon wieder zurück. Schon wieder ist gut. Das ist jetzt sozusagen eine Stunde für mich vergangen. Und ihr habt gesehen, leicht frustrierend. Also darum habe ich mir immer auch so ein Limit gesetzt von einer Stunde. Finde ich da das nicht, was ich suche, mache ich erstmal einen Cut, weil sonst steigt irgendwie das Frustlevel und dann hat man keine Lust mehr und das will man ja nicht, ne? Genau. So, das heißt, ich werde dann peu à peu immer wieder mal nach Svalerit suchen, dass mir da mal irgendwann mal was finden. Das heißt aber, ne, vor allem ihr habt es gesehen, ne, also auch mein Essen ist fast komplett weg. Aber, das Wichtigste ist für das, was wir brauchen. Wir brauchen ja Zink, haben wir ja festgestellt, für den Cutter. Ja, wir wollen ja eigentlich die Cutting-Maschinen bauen. Das hätte ich gerne gemacht, kriege ich nicht, aber dann machen wir halt das. So, dafür brauchen wir 3 Zink und 9 Kupfer. Und dann gehen wir jetzt mal daher und sortieren das nochmal durch. So. Zink. Das habe ich hier 9-mal. Ohrwäsche habe ich noch nicht. Ja, da bin ich noch beim Überlegen, wie ich das insgesamt mache. Ich bin nämlich beim Überlegen, ob ich dann einfach nur mal 4 Stück baue, weil zuerst habe ich mir überlegt, machen wir destilliertes Wasser. Da ist er schneller. Braucht, glaube ich, 15 Sekunden und von anderen, von normalen braucht er 25 Sekunden. Nicht so philosophieren, erstmal da reinschmeißen. Ja, genau. So, jetzt können wir philosophieren. Jetzt braucht er nämlich sowieso seine 1,5 Minuten. Ja, also das heißt, wenn man jetzt, gehen wir mal hin, wir nehmen mal Iron Ore. Ja, wenn ich jetzt sozusagen, ich gehe jetzt mit hin, ich habe jetzt das Iron Ore und hau das Iron Ore durch, dann kann ich ja den in den Ore-Washer schmeißen. So, das, ich habe das dann 1000 Liter. Braucht 8000 EU, weil er 25 Sekunden läuft. Mit destilliertem Wasser brauche ich nur ein Fünftel. Ich brauche 10 Sekunden weniger, aber ich muss destilliertes Wasser herstellen. Und destilliertes Wasser ist am Anfang total nervig herzustellen. Das kann ich in der Distillery schon herstellen, das ist kein Problem. Ich kann es auch über Salzwasser herstellen, das ist auch kein Problem. Jetzt muss ich mal schnell schauen. Salzwasser. Salzwasser, Salzwasser. Nein, ich will über Salzwasser herstellen. Wisst ihr was? Wir machen das da. Das heißt, ich brauche dann einen Mixer. Ich brauche ein Salz. Das hört sich doch schon mal gut an, ne? Weil wenn ich ein Salz nehme, mit dem Mixer bei 3 reinschmeiß, ja, also 2 Stück, dann läuft das Salz, das Wasser durch, mit dem Salz zu Salzwasser. Das Salzwasser kommt in die Distillery und gibt mir destilliertes Wasser raus und ein Salz. Das Salz geht wieder in den, das Salz muss dann wieder in den Mixer. Also das heißt, das kann ich momentan machen. Das heißt, also hinten kommt der Ore-Washer hin. Das heißt, obendrauf kommt der Wassertank. Wir schauen jetzt uns mal schnell nochmal den Water Tank Sitting an ins Assembler. Das heißt, ich brauche Woodframe Boxen. Woodframe Boxen. Die habe ich hier. Da habe ich nur einen. Das ist zu wenig. Ist so gerade dunkel. Dann gehen wir mal schnell schlafen. Dann kann ich gleich beim Zurücklaufen die Axt da in diese Gedönskiste wieder reinschmeißen.
So. Kleber müsste ich auf jeden Fall auch genügend haben. Aber den möchte ich erst nicht abbauen. Ich möchte erst einen neuen bauen, dann wird diese hier abgebaut. Nachdem ich das Wasser auch in den anderen Fass transportiert habe. Ja, ich schmeiß nicht das Wasser weg. Bin ja nicht irre. So, bin ja froh, dass ich. Ach genau, ich wollte haben die da. Ja, und ich merke gerade. Ah, okay, die sind gewachsen. Haben jetzt zwei Stück. Da ist keiner mehr gewachsen. Das Wichtigste ist, wenn die nämlich fertig sind, wir da einigermaßen eine vernünftige Menge haben, dann werden wir uns dann nämlich drum bemühen, dass wir, wie gehst du? Jawohl. Dass wir unsere schöne Axt bekommen, unsere Hunger-Axt, dann brauchen wir nicht die ganze Zeit futtern. Wenn man jetzt mal zum Beispiel wieder minern geht. Aber da finde ich es ja auch nur interessant. Ja, oder wenn du angegriffen wirst von Monstern, musst dich heilen. Ich glaube, da ist sie auch ein wenig schneller. Okay, so. Davon haben wir jetzt genügend. Dann kriegen wir auch genügend Frames. Ich brauche 26. 9, 18, 26. Jawohl. Weiter in der Reise hol. Und ich brauche, glaube ich, dann. Da. Genau, ich brauche nämlich dann Steelbolt. Bekomme ich drei raus. Wenn ich die Cutting fertig mache, ist das fast schon das Beste. Jetzt muss ich noch mal. Sekunde. Aber ich brauche Poly. Nee, geht auch mit Refined Glue. Da kriege ich drei raus. Es geht auch mit Eisenrod gehen. Also das heißt, ich die 26 Iron Rods brauchen. Aber, wie gesagt, ein Stahlbolzen, also Stahlbolzen 4 Stück. Das heißt, ich brauche einen Bolzen und habe drei. Ja. Also das heißt, ich müsste mir 10 Stahl Rods machen. Und dann hätte ich genügend Bolzen. Wäre auf jeden Fall eine Idee. So, dann brauchen wir auf jeden Fall jetzt erst einmal für die Quest. Brauche ich jetzt 7 Brass. Fürs Brass brauchen wir Circuit 1 und 3 Kupfer. So, Tin Dust Zink. So, oh, da haben wir auch noch genügend drin. Dann haben wir gesagt Circuit 1. Wir brauchen wie viele? 9 Stück. Das ist gut. Dann lassen wir das schon mal da. So, Copper weg, Zink weg, Tin weg. Dann brauchen wir jetzt Aluminium Dust und Kobalt Dust. Kobalt Dust haben wir da. Aluminium Dust. Lass mich was. Ja, doch, ich müsste was da haben. Ich müsste was da haben. Ich glaube nicht, dass ich schon alles verbraten habe. Ein Aluminium-Dust. Hallo. So, dann heißt das, da brauchen wir Cobalt Brass und Cobalt Brass brauchen wir auch wieder Circuit 1. Sehr schön. Dann kann der nämlich gleich laufen.
wollte gerade sagen, bitte nicht, aber bitte doch. Scheibengleister. Achso, ich brauche nur 7. Ich habe ja 9. Bin mal gespannt, was er draus macht. Bin mal gespannt, wer als erstes mault. Nee, der braucht 7 Ionen, der braucht 10. Das sind 17. Super. Ja, man merkt gerade, ne? Also das wird unsere Engine sein, die wo erstmal dann sozusagen erstmal hinter jeder Maschine oder hinter den ganzen meisten Maschinen stehen wird. Das heißt, auf der anderen Seite wird davon auch nochmal eine entstehen. Wie viel von den Ingots habe ich noch da? Kriege ich 16 Stück raus? Jawohl. Das heißt, dich nehme ich sowieso auch gleich mit raus. So, Cobalt Press, 9 Stück. So, habe ich eine Kohle da? Habe ich eine Kohle da haben? Danke. So, Kohle rein. Cobalt Press rein. Das rein. Cutting Machines, also Cobalt Press brauchen wir, glaube ich, nicht oft, aber wird die Funktion auf jeden Fall. So, dann machen wir hier mal die 4. Die habe ich gesagt. Stick rein, Stick rein. Dass das alles weg ist. Inventar leer. Kann der schon arbeiten. So, das Schlimme ist jetzt eigentlich, ich bräuchte noch... Was brauche ich denn eigentlich für den Extruder? Extruder. Für den Extruder brauche ich einen Piston. Ich brauche ein kleines Zahnrad. Gib mir mal. Dann brauche ich einen, dann brauche ich 3, dann brauche ich 6. So, ich brauche 4 davon. Und 2 davon. Okay. Ah. Der hat es jetzt wieder aufgespalten. Okay. Achso, die Assembling-Maschine braucht momentan so viel EU. Mit der Lace zusammen. Ach, kriegst du schon. Gleich vorbei. So. Ist durchgelaufen. So. Ich brauche 3. Das heißt, ich muss jetzt in den hier rein. Das da plus die 2 ergibt mir das da. Habe ich bestimmt 3 gemacht. Ja. So, und du da plus das da ergibt das da. So, dann haben wir schon mal den Piston. So, dann brauche ich jetzt aus der Abteilung davon 9. Davon 2. Ja, kann ich mir den einen Durchgang schenken? Kann ich hier auch schon machen. So, das da, das da, das da. Oh, ich habe 2 Kabel vergessen. Da haben wir noch die LV. So, was brauchen wir noch für einen Extruder? Für einen Extruder brauche ich Copperwire vierfach und eine Bronze Fluid Pipe. So, dann heißt es so Bending da rein. Dann brauche ich Kupferkabel.
Dann haben wir gesagt, vierfach. Somit erledigt. Das war hier, das war hier. So, Piston war hier. Der war hier. Genau, die Pipe kommt gleich. Ach, ich bin nett. Ich mache die Pipes da drüben. Die müssten. Es dürfte eigentlich kein Problem sein. Ja, wir möchten nur. Ich brauche die anderen Pipes. Pipe. Bronze Fluid Pipe. Ja, brauche ich nämlich auch noch für was anderes. Haben wir das? Lassen wir dich erstmal da drin liegen. So, jetzt brauchen wir dann noch Circuits. Das ist sehr gut, dass ich das jetzt schon schaue. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall einen Circuit. Ich brauche die Vakuum-Tubes brauchen wir noch. Die Vakuum-Tubes. Das heißt, ich brauche jetzt. 7 Rods, 7 Kupfer, 4 Rods. Was habe ich jetzt gerade gesagt? Also 4 Rods, 4 Kabel. Ich habe gerade 7 im Kopf gehabt, dass ich gerade 7 gesagt habe. Habe ich 7 gesagt? Gott. Dreht durch. Wir brauchen Red Alloy. So, du rein. Ach, komm. Ist doch egal. Ich brauch's ja nochmal. Glass Tubes muss ich auch nochmal herstellen dann. Ein Arc Furnace krieg ich sowieso nicht hin. Noch nicht. Das ist Red Alloy Cell, jawohl. Du kommst da rein. Und jetzt brauche ich noch die 5, ne? Drück die Daumen. Die 5. Und es läuft. Es läuft. Das heißt, wir werden unsere Circuits kriegen. Ja, 4 Stück. Das heißt, wir haben auf jeden Fall immer 2. Dann legen wir uns mal schnell hin. Apropos, er hat doch vorhin Bling Bling gemacht. Habe ich vorhin keinen Emerald bekommen? Ich hatte gedacht, ich habe einen Emerald bekommen. Ja, dann kann ich dich wieder reinräumen. Beziehungsweise, nein. Ja, doch, kann ich auch, aber muss ich hier nur schauen. Ich glaube, das müsste auch so gehen. Ich müsste jetzt in meiner... Genau, da habe ich nämlich meinen Ball of Moss. Nehme ich den jetzt, weil Emerald habe ich keinen. So, das heißt, wir machen jetzt da drauf Auto Repair. Und ich habe gelernt, wenn ich das da drin habe, gilt das, als hätte ich den unten in der Leiste drin. Super. Kann also meinen schönen Stock da reparieren. So. Und dann brauche ich noch aus dieser Abteilung. Du gehst mal schnell raus. Ich brauche mal schnell ein Aluminium Press. Beziehungsweise.
mal jetzt eins rein. Ich habe nur 7. Ich brauche 8. Ich brauche nämlich 2. Okay. So, dann hätte ich gesagt, hoffentlich haben wir jetzt genügend Power da drin. Und zwar, ich brauche jetzt hier mein Gear. Denn wir brauchen ein Tumbangea, 2 Stück. Mein anderes habe ich natürlich vergessen. Warum hätte ich es auch dabei haben sollen? Ne? Kann ja jeder sein Zeug mitnehmen. Das ist nur die andere Frage. Moment mal, habe ich... Ich muss gleich mal beim Diamanten gucken, ob ich Diamant-Dust auch habe. Aber das muss ich auch noch durchjagen. Halt! Halt, Drake. Du bist schon da. Dann kannst du es auch machen. Und zwar, ich brauche für den Extruder brauche ich einmal die Platte. Also das da. Ich habe natürlich mal wieder keinen Cutter. Also nehme ich den, wo ich anstecken habe. Also nochmal, wir brauchen in da und ich brauche die Ringe. Das müsste der sein. So, dann kann ich den gleich wieder einstecken. So, Diamond Dust. Diamond Dust kann ich bestimmt auch in die Zentrifuge schmeißen. Jawohl. Sehr gut. Also, gleich ist mein Inventar wie hier Befüllung geschlossen. Sagte er gleich. Es ist doch jetzt schon zugemüllt. Nein, es ist momentan nicht zugemüllt. Momentan sind Sachen dabei, die wichtig sind. Jawohl, und wir haben den Ring. So, das heißt, das da haben wir schon. Und das da haben wir schon. Das heißt, da ist jetzt schon mal Stahl wieder raus. So, und derzeit habe ich hier meine 2. Die sind auch gerade wegen beim Hochlaufen. Und drückt die Daumen, aber ich glaube schon, dass es reichen wird. Du zweifelst langsam. Meine Güte, bist du langsam. Was machst denn du? Dein Puffer ist voll. Nein, nein, dein Puffer ist nicht voll. Wenn man versucht, ihm gut zuzureden, ne? Nein. So, dann schmeißen wir da mal einen halben Stack rein. Das muss reichen. So, ich habe drei Sachen vorbereitet. Also für 3 Casings habe ich es vorbereitet. Naja, okay, die Pistons habe ich noch nicht. So, und derzeit haben wir noch die Zentrifuge durch. Ja, weil... bringt einem denn nichts, ne? Weil man kann ja hier hinstellen, was man will. Okay, ich könnte es jetzt auch noch da hinten anschließen. Dann haben wir wirklich alles an einer Engine dranhängen. Herzlichen Glückwunsch, das ist total sinnvoll. Nicht? So, Kupfer, bisschen Brass. Zink. So, Bronze. Gott. Stahl. So, wir machen gleich nochmal 2 Pistons. Das heißt, ich brauche 3, ich brauche 6, ich brauche 8 Platten. Lass jetzt sie laufen. Und ich brauche noch 4 Rods. Das sind 16.
Ja, Gott sei Dank. Ja, die Lace kriegt der Strom. Darum bricht die Lace nicht ab. Also wer sich fragt, warum das der jetzt abbricht und nicht der, ne, der ist in der Reihe auf Platz 1. Der ist auf Reihe 2. Wird immer abgearbeitet. Ne? Zuerst der, dann der. Darum macht es auch immer Sinn, die Sachen, die nervig sind, immer davor hinzustellen. Ne? Arc Furnace ist auch dann hier. Erstens wegen der Reichweite und zweitens, wegen, du willst nicht, dass er abbricht. Ich vergesse mal, die zwei futtern ganz schön Strom. Vor allem die Bending. Ja, du darfst ja jetzt. Ist ja gut. So. 19 Stahl. So. Was habe ich jetzt gesagt? Ich brauche zwei für das erste Rad, zwei für das zweite Rad. Zwei, zwei. Ich glaube, 9, 18, doch. Ich habe genügend. Ach, Dreck. Du bist so schon gleich dahinter hüpfest. Dann schmeißen wir doch die zwei auch noch mit rein. Nimm die vier auch noch mit. Aus dem Laden nimmst du noch vier mit. Da kannst du schon mal das da mit dem da und dem da zu das da machen. Und das da mit dem da. Magst du das da? Und jetzt gehen ja die Motoren aus. Ja. Aber die Motoren, glaube ich, habe ich am schnellsten gemacht. So. Haben wir schon mal wieder zwei Pistons. Oh, jetzt gehen wir raus, weil wir wollen die Cutting haben. Die wollen wir unbedingt haben. Die muss laufen. Sehe schon wieder jetzt schon, dass die Folge sehr, 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 sehr lang wird. Ja, der Vor- und Nachteil von. Man nimmt ein bisschen im Voraus auf. Ein bisschen ist mittlerweile gut. Ist halt das, dass ich eure Kommentare zu der Länge noch nicht gelesen habe. Ich hoffe gerade, dass der einigermaßen genügend Steam drin hat, ne? Weil die waren ja Bombe leer. Ah, die sind schon. Oh, ey, das kann ja nicht sein. Wollte jetzt eigentlich nicht mehr nochmal umstellen. Aber ich muss es. Die sind verkalkt. Ja, okay, die erzeugen ja die ganze Zeit Strom. Auch wenn sie nicht arbeiten. Das ist ja der Vor- und der Nachteil. Wie gesagt, klar, wenn wir dann irgendwann halt auch hier destilliertes Wasser hat. Weiß ich halt nicht, wie gut das der ist. Also der Ore-Washer, wenn der dann läuft, das sollte auf jeden Fall, ja, also das heißt, die kleine Variante, die wo halt dann oben mit ist, die wird dann so laufen. Ja, und wir legen uns mal hin. Und die untere, ja, da müssen wir halt gucken. So, haben wir jetzt dann schon. Nee, das ist gerade jetzt erst beim Aufbau. Gott. Dreck kann alles vorbereiten, weil der da wird nicht fertig. Mensch. Habe auch festgestellt, weil man da drüben im Nether Getränke zu sich nimmt. Ich mein Schatz. Auch nicht schlecht. Bin gespannt, wie lange, dass ich die zwei da noch mit mir rumtrage. Bestimmt länger. So, also, das haben wir, das haben wir, das haben wir.
Das heißt, ich brauche jetzt zwei Circuits. Ach, Dreck. Da fällt dir gerade was ein, ne? Genau. Du kannst jetzt auf jeden Fall keine zwei weiteren mehr bauen. So, aber wir haben unseren Extruder. Ist doch schön. Also, Extruder kommt jetzt erstmal hier hin. Deswegen auch gebaut. Denn jetzt können wir mehrere Sachen machen. Genau. Und die wichtigste Sache machen wir gleich. Denn ich brauche 1, 2, 3, 4. 4 Rods brauche ich. Das heißt, wir gehen mal schnell raus und holen mal schnell das Rod Casing. Casing? Casing, genau. Du erzählst dann Cars. Holst auch gleich das Ing dazu. Mhm. Das Toolrod Casing. Oder Cast. So, du bist beim Aufbauen, du bist beim Aufbauen, du bist beim Aufbauen. Brav. So. Dann muss ich kurz hier Pause machen. Oh Gott, ich habe keinen Rough Iron mehr. Ich bin gerade... Nein, ich mache nicht so viele. Wobei, doch, einen kann ich noch machen. Weil das heißt, der Arc... Ich brauche auf jeden Fall von Arc Furnace welche. Dann mache ich erstmal nur zwei. Ich brauche von Arc Furnace brauche ich welche. Und ich brauche welche für die Canning Machine. Und die zwei darf ich nicht verschwenden. So, dann kommst du jetzt du da rein. Und dann kommst du da rein. Und dann läuft der jetzt 19 Sekunden. Dafür ist eigentlich der auch da. So, jetzt muss ich nach... nee, ich muss Gott sei Dank nicht so weit laufen, weil ich jetzt Alumite hergeholt habe. Ich hoffe nur, dass ich mit dem nächsten fertig bin. So. Muss ich nur überlegen, mache ich die Schaufel oder mache ich sie nicht? Ne, weil ich habe danach keine Slimes mehr. Und auf der Schleiminsel war ich noch nicht, um andersweilig an Slimes ranzukommen. Komme ich überhaupt über die Schleiminsel an Slimes ran? Slimeballs. Extractor. Gillet Green Slime. Von Tinker's Construct. Muss ich den irgendwie bauen? Nein, das ist genau der Block, der, wo, glaube ich, in den Bäumen mit drin ist. Das heißt, das sollten wir auch demnächst mal angreifen und nicht nur hier rumtechniken. So, aber wir machen jetzt mal die Picke. Denn der hat jetzt momentan einen Netherrack Tool Rod mit 1,2. Und das ist jetzt schon mal 1,5. Das heißt, wir nehmen jetzt die Durability von 495 und 824 auf 612 und 1031. So, und mir kann einer erzählen, was er will. Nervt auch ein bisschen die Slimerei. Dann hätte ich gesagt, machen wir dasselbe auch hier mit der Schaufel von 376 auf... Was? Oh. Die Schaufel hat einen Zweier. Dann hast du Glück gehabt, Schaufel. Dann darfst du weiter rum Slime. Aber, dann habe ich immer noch eine Axt. Dann spielen wir mal die Axt im Walde. Und die hat noch ein Einser. Und dann geht sie von 188 oder 208 auf 313. Das ist doch auch viel angenehmer. Jawohl. So. Haben wir auf jeden Fall auch noch die Tools abgedatet.
So, Slime Tool Rod ist natürlich besser mit 2. Und sobald ich MV habe, beziehungsweise nein, ich brauche nicht mal MV. Ja, doch, wobei es ist MV. Weil wenn man den EBF laufen hat und der läuft mit 2 LV, dann wird er ja hochgeschraubt auf MV. Also es gibt sozusagen keinen LV Maserator. Wollt ihr mich verarschen? Sind jetzt die Pipes zu klein oder was? Ja, Jesus, Maria und Josef. Habe ich hier bessere Pipes? Moment mal. Ich habe doch noch ein Loot offen, oder? Ja, da auch. Large Steel Pipe. Claim. Komm her. Also verarschen kannst jemand anders, aber nicht mich. Ist der Hammer? Ja, jo. Ah, jetzt Zettler. So. Nase rumführen. Tja. So, dann ist es natürlich jetzt wichtig. Das zu machen, das. Hammer, Hammer, Hammer. Dann kommst du dahin. Gott sei Dank. Kann ich eigentlich in der Schmelze einen Large Steel Pipe reinschmeißen? Nein, kann ich nicht. Ja, kann ich schon. Passiert nur nichts. So, okay. Also. Das heißt, dich anschließen und dich anschließen. Jetzt müssen wir warten, bis die voll sind. Zum vierten Mal, glaube ich. Ja, fällt mir ein, ich habe meistens, wenn ich die normalen gemacht habe, dann habe ich nicht mehr die draußen gemacht, sondern ich glaube schon mit LV. Das habe ich ja diesmal keine Lust gehabt. So, also, Drake, wenn es jetzt du schon da bist, Basics Gas, das. Das ist semi-fluid. Genau, das bist du hier. Das heißt, ich brauche jetzt noch davon 2. Das heißt, ich brauche jetzt noch Iron Rods. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall im Polarizer mal schnell 2 Stück. So. Will ich die jetzt da reinschmeißen? Da müssen sie rein. Gut. So, kriege ich dich hin? Ah, weil mir natürlich das Circuit fehlt. Und den Circuit kriege ich momentan nicht hin, weil der da draußen nicht in die Pötte kommt. Ja, ich bin doch begeistert.
So, was muss ich jetzt alles für einen Cutter aufbauen? Für einen Cutter brauche ich Cutting Machine. Ich brauche noch einen Diamantdust. Ich brauche zwei Chipsätze. Die zwei Chipsätze sind kein Problem. Ich brauche noch ein Glas. Und einen. Nein, ich brauche drei Motoren. Und gut, dass ich geguckt habe. Hätte ich wieder dumm aus der Wäsche geguckt. Denn mit denen zweien und dir. Ah, aber ich habe nur vier. Das ist nicht gut. Das reicht nicht, Drake. Das reicht nicht. Aber ich habe Rubber Bars draußen. Dann hat sich's auch gelohnt, dass ich einen Extruder und die Shapes gebaut habe. Ja, Semi-Fluid wird auch noch wichtig. Ja, ich weiß. Es gibt so viel zu tun. Viel zu viel. Wie gesagt, aber ich mag das. Das Zusammenschneiden nicht, kann ich gerne auch machen, aber es bringt euch nichts, finde ich. Dann habe ich es für mich gespielt und ich zeige euch nur, was ich sozusagen gemacht habe. Nee. Nee, nee, nee. So, wie schaut es jetzt da drin aus? Wir haben jetzt genügend Dampf da drin. Wenn du so wieder nicht gehst, ne? Kriegst du von mir persönlich eine auf die Rübe? Ah, 29 Sekunden. Ah, bis jetzt. Bis jetzt geht halt noch der Dampf daraus. Und der Dampf daraus. Jetzt geht er daraus. Gott sei Dank. Habe ich nichts vergessen. Ja, doch, ich habe was vergessen. Habe ich auch nichts vergessen? Ja, nö. Nein, du hast nichts vergessen. Alles, hast an alles gedacht. Dass du keine Chipswitze machen kannst. So, und das waren jetzt, glaube ich, die letzten, die wo ich da vorne gemacht habe. Muss nur noch vorlaufen, um Wasser zu holen. Erstmal. Gott sei Dank verkalkt der Cutter nicht. Das wäre noch besser. Kann ja alles verkalken. Ja, wenn man kein Schmiermittel oder beziehungsweise Anti-Rostmittel da rein kippt. So, jetzt haben wir hier Small. Klack, 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 klack. Klack. Und den da haben wir. So, dann brauchen wir jetzt den da, dass mir. Och nö. Sag mir nicht, dass du jetzt Sockets brauchst. Ich sag's dir nicht. Kann ich mir die kaufen? Nein, noch nicht. Also, das heißt, ich brauche Kupfer. So, Moment. Bending, 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 Bending. Den da. Bending. Vom Ingot aus ist das Circuit Nummer 10. So. Dann machst du 4. 8.
schlecht können. 32. Dann brauchen wir Kleber. Auch. Dann brauchen wir noch 8 Platten und den Circuit Nummer 6. Müsste aber die 8 Holzplatten eigentlich da haben, oder? Na, wenn es nach mir geht, nicht. Gott sei Dank. Na, kommst du da rein? Ja, und ich kann nicht bis 32 zählen. Ja, das mit dem Multiplizieren ist schwer. So, haben wir jetzt alles. Das ist jetzt raus. Na, ist das schön. So. So, hier. Da freust dich drauf, dass du ein paar Kleinigkeiten magst und dann bist du Stunden beschäftigt. Ist doch schön. Ja, und ich glaube, die Folge wird mal wieder zweigeteilt sein für euch. Wenn ich gerade so auf die Minuten wieder gucke. Ich will mich jetzt dann doch so bei 40 Minuten einpendeln und ich habe noch die Schnellaufnahme. Mhm. Schön, ne? Und in der Zeit gehe ich noch die Rubber Sheets, die Rubber Bars holen. Was ich überhaupt nicht vergessen habe. Absichtlich in Sicherheit gebracht. So. 2 Stück. Ja, das Kabel kriege ich schon anders, aber ich brauche halt noch den Fluid Extract, den Fluid Extract habe ich. Das andere Ding, den Fluid Solidifier. Weil mit dem kann ich dann auch Platten machen. Das heißt, der wird auch wichtig. So, dann kommst du rein. Immer angenehm, wobei die Bending es ja auch kann, ist ja auch nicht gerade langsam, aber er kann auch Ringe für die Pumpen. So, also wir haben jetzt das, jetzt brauchen wir die Cutting. Das heißt, fehlen jetzt nur noch die Circuits. Das heißt, die haben wir jetzt auch. Jetzt fehlen uns nur noch 2 Kabel. Was hat sie jetzt noch gefehlt? Ach, das Glas. Ich werde bestimmt keins in der Nähe haben, oder? Nein. Warum denn auch? Warum hätte ich das auch da haben sollen? So, noch das eine Glas. Bin ich gespannt, an was das zweite noch schnell scheitern wird. So, also Cutting. Haben wir endlich fertig. Kommt erstmal hier hin. Da kommst du weg. Du kommst dahin. Da holen wir jetzt dann gleich auch das Wasser.
Machen wir auch noch gleich. Und dann schauen wir, was wir noch brauchen für ein Semi-Fluid. Auch noch zwei Motoren. Das ist erstmal nicht so wichtig. Hauptsache, ich habe erstmal die Motoren beieinander. So. Brauche noch einen Chip. Einen habe ich noch. Und ein Kabel. Ja, ist ja gut. Glückwunsch. Wir haben unsere zweite Stromreihe fertig. So, das heißt, du kommst jetzt dahin. Gehst nach oben. Wir schließen dich an. Und erfreuen uns, dass unsere zweite Engine läuft. So, nehmen da uns mal 8 Zellen raus. Befüllen sie auch gleich. Und jetzt können wir auch mal ein bisschen was laufen lassen. Ich weiß, mit dem anderen Zeug ist man noch besser. Ich glaube, zeitlich besser oder auch teilweise. Ich glaube, beim Holz kriegt man sogar mehr raus. Warum auch immer. So, wir nehmen mal schnell Wasser mit. Gut. Und wir wollen das natürlich jetzt noch schnell testen. Denn ich kann dann bis zum nächsten Mal das alles soweit vorbereiten. So, das heißt in die Cutting Machine. Ich brauche aus dem da war's, ne? Genau, da habe ich noch zwei Stahlrods drin. Lassen wir gleich mal laufen, dass er nochmal zwei macht. Wobei, nein, das können wir auch mit dem. So, ich habe nämlich hier Sticks. So, die Sticks schmeiße ich hier rein. Natürlich mit Wasser. Und jetzt bekomme ich nicht zwei raus, sondern bekomme 8 raus. Ich meine, ich habe hier jemanden rumlaufen hören. Da muss man ein wenig aufpassen. So, und dann haben wir ein paar Schrauben. Zwei Schrauben sind wichtig, haben wir auch gelernt. So, und was man jetzt noch machen kann, ja, weil ich gesagt habe, die Platte war jetzt die letzte. So, das heißt, ich schmeiße mal schnell in die Bending-Maschine hier eine Stahlplatte rein. Freue mich wie ein Keks, dass ich das jetzt gemacht habe. Ich kann es aber. Kann ich da draus das da auch machen? Nein? Sehr schön. Kannst du Nugget einschmelzen? Ich habe ein Ingot für kaputt gemacht. Maserator kriege ich small raus. Ja. Sehr schön. Ein Arc habe ich noch nicht. Hoffe-Effekt. Es ist deshalb, man vergisst den Circuit umzustellen. So. Kommst du dann vorne nochmal in den Maserator rein? Haben wir nochmal einen Dust. Also, jetzt haben wir hier eine Stahlplatte. Und wenn man jetzt die Stahlplatte hier reinschmeißt, dann wird die sozusagen schön brav. Das ist Präzisionsschneidwerkzeug. Und wir haben jetzt ein Steel Casing. Und zwar zwei Stück aus einer Platte. Das heißt, auch nochmal eine halbe mehr. Und wir haben unsere Circuits auf jeden Fall auch verbessert.
gibt ein paar Rezepte. Nur 3463 Stück ist nicht so viel. Das Wichtigste ist aber vor allem, ich habe jetzt eine Möglichkeit gefunden, an Holz zu kommen. Das heißt, da hinten werden die Engines jetzt auch weitaus länger mal laufen. So, aber das heißt, ich brauche jetzt dann hier noch zwei Pistons. Und dann habe ich hier noch zwei Kisten. Jetzt muss man nämlich noch zwei Pisten. So habe ich jetzt zwei Pisten mitgenommen. Weil es kann. Ist ja egal. So, das heißt, ich brauche aus deiner Abteilung nochmal vier Platten. Mach dich aus, mach dich an, mach dich an. Dann muss ich jetzt anfangen, auch das da schon umzusetzen. Kommst dahin. So, wir haben die. Das heißt, du kommst dahin. Ups, aua. Dahin, dann kommst du nach unten und Item Output. So, und jetzt kann ich das Zeug hier in die Säge schmeißen. Wie gesagt, der schnellsten einer ist er nicht. Wird erst besser, glaube ich. Genau, weil wenn man jetzt hier sieht, ne, er braucht jetzt 5 Liter Wasser, um 4 Oakwood Planks rauszukriegen. Wenn ich jetzt Lubrikant hätte, den ich 6 rauskriegen. Mit destilliertem Wasser ist es auch so. Brauche ich weniger, ne? Habe ich 20 Sekunden. Oh, ne, hat auch 20 Sekunden. Da macht der destilliertes Wasser überhaupt keinen Sinn. Okay, destilliertes Wasser haben wir schon mal gelernt. Er braucht nur 3 Liter. Alles klar, er braucht weniger Wasser. Also fast die Hälfte. Da braucht er halt 1 Liter, braucht die Hälfte der Zeit und ich bekomme mehr raus. Da wollen wir hin. Dafür brauche ich die Brewing Machine. Dafür die Brewing Machine brauchen wir Zauberstäbe. Ja, müssen wir mit Soundcraft anfangen. Und in Twilight gehen. Da könnten wir eigentlich auch das nächste Mal eigentlich mal hinmarschieren. Gut. Dann bin ich aber jetzt wirklich für die Folge fertig. Ich werde hier noch ein bisschen buddeln. Beziehungsweise auch vielleicht nochmal in Nether gehen und Svalarit suchen. Vielleicht finden wir was. Und wenn nicht, bin ich vielleicht... Ja, das geht nicht. Mist. Weil ich brauche es ja, um mir die Batterien zu bauen. Nee, geht nicht. Weil, ich könnte es mit einer Engine machen. Ich könnte eine Engine bauen. Vielleicht machen wir das nächste Mal. Oder das übernächste Mal. Wir schauen mal, wenn ihr Fragen und Anregungen habt, wie immer in die Kommentare. Ich freue mich drauf und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.